Was geht ab, meine Sie-Fighter-Hosen hier? Und ab heute sind nun quasi 8-Bit Vegeta und 8-Bit Goku erhältlich im Spiel, sowohl auf der globalen Version als auch auf der japanischen Version. Wir werden uns gleich alle Informationen zu dem neuen Event uns anschauen und dann werde ich euch quasi zeigen, wie ihr sie am besten holt aus dieser Stage. Ist nämlich eine Stage und aus der Stage Drop Handy, das ist schon mal gut. Warum? Denn damit können wir sie quasi auch in Prime Battles nutzen, weil sie sind ja quasi Free-to-Play-Charaktere, die aus einer Stage gedroppt sind, ist schon mal sehr gut auf jeden Fall. Aber lasst uns erstmal alle Informationen und Details zum heutigen Tag ansehen. Zum einen, Happy April Fool's Day, Freunde, also ja, Happy 1. April, würde ich mal sagen. Das von gestern war natürlich ein Scherz, habe ich auch gestern direkt klar gesagt, also das mit dem Retro-Modus. Diesen Retro-Mode, den wird es nicht geben. Die News sind jetzt auch quasi in den In-Game-News. Und dementsprechend gibt es eine Entschuldigung für diesen Scherz. Finde ich cool. Was ist denn die Entschuldigung? Gucken wir uns gleich an. Wenn ihr euch einloggt, Freunde, macht es am besten quasi, falls ihr es euch gemacht habt. Denn dann bekommt ihr quasi zum einen die ganzen 8-Bit-Orbs. Ihr bekommt so viele 8-Bit-Orbs. Ihr seht es schon, sodass ihr den 8-Bit-Free-to-Play-Goku und 8-Bit-Free-to-Play-Vegeta komplett auf 100% bringen könnt mit diesen Orbs. Ihr müsst keine weiteren farmen aus der Stage. Und ihr bekommt 16 Dragonstones quasi als Entschädigung. Finde ich auf jeden Fall nett, warum nicht? Weil eigentlich klar, dass ein April-Scherz ist, aber sie geben uns doch was dafür. Finde ich cool. Jedenfalls außerhalb von dem Erscheinen des Events von dem 8-Bit-Goku und 8-Bit-Vegeta oder wie ihr sie nennen mögt, Retro-Vegeta und Retro-Goku, ist noch, beziehungsweise sind die Events von Yamcha erschienen. Das war auch mal ein April-Scherz, Freunde. Zum einen ist es dieses Event hier, werde ich euch gleich zeigen, dass es in den Dokkan-Event-Stages oder in den Dokkan-Event-Section und dort gibt es ein Stage 1, dort kann ein Tech-Yamcha droppen und auf Stage 2 kann ein AGL-Yamcha. Yamcha, ich will gerade immer Yamcha oder Yamcha sagen. Yamcha einfach, Yamcha droppen. Und die Stage gucken wir uns gleich an. Jedenfalls ist das dieser Boy hier aus Stage 1, droppt die Medaille. Für diesen, damit ihr ihn awaken könnt, ihr braucht eine Medaille, um den jetzt zu awaken. Und auf Stage 2 droppen die Medaille. Das ist eine Medaille, braucht im Endeffekt, um diesen Yamcha zu erwecken. Diese Karten bekommt ihr aus den Missionen. Ihr bekommt bis zu 5 von den AGL Yamchus und bis zu 5 von den Tech Yamchus, indem ihr einfach die Stage spielt. Ich zeige euch mal gleich, wo die Stage ist. Und dann bekommt ihr quasi ja bis zu 5 wegen dem Dupe-System, damit ihr einen habt und mit 4 den Dupes öffnen könnt, logischerweise. Und aus den Stages aber droppen nur die Medaillen, damit ihr sie so gesehen Dokken awaken könnt. Wenn ihr wissen wollt, was sie nach dem oder wie sie nach dem Dokken awaken werden, dann macht das am besten mal. Das war auf jeden Fall damals übertrieben witzig und jeder hat sich so gedacht, okay, das ist ein geiler April-Scherz, sag ich mal. Genau, hier ist das Event quasi, ist ein Dokken-Event sozusagen. Gibt einmal die Stage 1, wie gesagt, Stage 1 droppen die Medaillen für den Tech-Yamcha auf Stage 2 für den AGL-Yamcha. Und zwar ist aber folgendermaßen, wenn ihr Stage 1 bis zu 5 mal schafft, dann bekommt ihr bis zu 5 von den Tech-Yamcha. Und wenn ihr Stage 2 bis zu 5 mal schafft, Freunde, bekommt ihr eben 5 Stück von den AGL-Yamcha. Wie gesagt, benutzt ihr am besten, um die Dupes zu öffnen von den Yamcha auch. Also schaut euch mal am besten an, was dieser Yamcha drauf hat. Ihr werdet bestimmt auch wahrscheinlich lachen drüber. Jedenfalls, dann gibt es noch ein Yamcha-Event, nämlich mit einem Baseball-Yamcha. Das ist folgendermaßen eine Story-Tab. Und aus diesem Event droppt quasi auf Stage 1 dieser Baseball-Yamcha, den könnt ihr euch da farmen, aber auch aus der Mission bekommt ihr einen, wenn ihr es einmal schafft, die Stage, ist eine Stage auf der Hard-Stufe. Genau, Freunde, in dieser Stage selbst könnt ihr nochmal Yamchus droppen, indem ihr Champa, Botama, Magetta oder Kaba auf dieser Stage in der Maps sind, dann vertreten besiegt und Champa, Botamo, Magetta, die können einen Yamcha droppen, also einen Int-Yamcha an der Stelle. Und bei Kaba können Medaillen droppen und im Endeffekt braucht ihr quasi Medaillen, um den Boy zu awaken. Könnt auch gerne mal abchecken, was er drauf hat. Ist quasi mehr oder weniger auch ein April-Scherz gerade gewesen. Ihr braucht für ihn hier auch eine Medaille aus dem Event. Also so viel zu Yamcha eigentlich. Warum es aber dann quasi geht, was viel wichtiger ist, ist hier dieses Event, Freunde. Clash Dokkan Budoten. Und zwar können wir hier quasi 8-Bit Vegeta und Goku uns erfarmen. Das ist nämlich folgendermaßen, Freunde. Das sind zwei Stages. Auf Stage 1 droppen Vegeta. Also da kann der AGL Vegeta droppen, der Free-to-Play Vegeta. Auf Stage 2 kann der Goku droppen. Auf Stage 1 droppen aber auch, beziehungsweise könnt ihr auch die Orbs farmen, nämlich S-Orbs und M-Orbs, das gucken wir uns gleich an, und aus Stage 3 die L-Orbs. Nun, ganz wichtig, wenn ihr euch eingeloggt habt, dann müsst ihr keine Orbs, weitere Orbs farmen, weil dann habt ihr schon alle Orbs, die ihr braucht, um beide auf 100% zu bringen. Warum ist es dann trotzdem da? Na, für die Zukunft, falls das Event mal wieder zurückkommt. Und für zukünftige Spiele, dann können sie ja trotzdem noch die Orbs für die Charaktere farmen, um sie auf 100% zu bringen. Wie bin ich dabei vorgegangen? Ich habe mir erstmal aus Stage 1
habe Sage 1 so oft gemacht, bis ich 10 Vegetas hatte, um sie auf SA 10 zu bringen. Dann habe ich Sage 2 gemacht, so lange, bis ich 10 Gokus hatte, um ihn auf SA 10 zu bringen. Warum? Denn wenn wir uns mal die Mission angucken, Freunde, wenn ihr das macht, so wie ich es gesagt habe, wenn ihr euch einen Vegeta holt durch die Stage, ihn auf SA 10 bringt und einen Goku holt aus der Stage 2 und ihn auf SA 10 bringt, dann bekommt ihr schon alle Missionen. Aus diesen Missionen sind zum einen Stones, aber viel wichtiger sind dann noch weitere 4 weitere Goku und 4 weitere Vegeta. Warum? Um, das sind dann quasi die Dupes für das Dupe-System, um sie quasi dann auf 100% zu bringen. Das werden wir gleich machen. Und wenn ihr dann quasi sie auf 100% bringt, gibt es nochmal jeweils einen Stone. Und wenn ihr alles schafft, opsa, gibt es an der schon nochmal 3 Stones. Deswegen lasst uns erstmal kurz die Stage zeigen. Genau, und jetzt zur Stage quasi. Wie gesagt, auf der linken Seite könnt ihr die S-Orbs farmen und auf der rechten Seite die M-Orbs. Ja, beide sind für Goku und Vegeta die Orbs, aber wenn ihr sie aus den Loggen geholt habt, braucht ihr keine. Da geht ihr einfach direkt auf Vegeta zu, auf Stage 1, besiegt ihn und da kann dann quasi Vegeta droppen. Ja, ich habe ihn mir 10-mal geholt, wie gesagt, auf SC10 geklatscht und so durch die Mission freigeschaltet, beziehungsweise dann die Dupes, die 4 Dupes, wenn ihr ihn auf SC10 bringt. Und genau dasselbe ist eben auch mit Goku. Also gehe ich auch nochmal ganz kurz in die Stage rein. Unterschied ist, von der Goku Stage droppen dann quasi, können dann quasi L-Orbs droppen. Das sind dann die L-Orbs, die ihr farmen könnt. Für die Zukunft dann, wie gesagt, ne? Wenn ihr euch jetzt auch zum 1. April 2019 das mitgemacht habt, eingeloggt habt, dann müsst ihr das nicht machen, weil ihr habt ja die Orbs. Das kam, glaube ich, auf jeden Fall an, jetzt die Nachricht. Genau, so viel zu der Stage von Vegeta auch. Stage 2 wirklich ähnlich vom Prinzip her, da kämpft man dann quasi gegen Goku. Das Gute ist jedoch, dass man sie aus einer Stage bekommt, weil wie gesagt, so sind das Free-to-Play-Charaktere, die man in Prime-Battles nutzen kann. Und das sind 2 weitere Free-to-Play-Pure-Saints-Charaktere und ey, warum nicht nur annehmen, die kann man 100%, also Free-to-Play auf 100% bringen, sehr cool auf jeden Fall. Wie ihr seht, droppen hier dann, oder ihr könnt hier dann die L-Orbs farmen. Ja, müsst es aber nicht, wenn ihr euch eingeloggt habt. Für die Zukunft dann, wie gesagt, und hier kämpft ihr gegen Goku. Und hier kann auch Goku droppen aus der Stage. Auch meine Empfehlung, geht her, holt ihn euch auf SC10, sodass ihr dann durch die Mission eure 4 Dupes bekommt. Und dann öffnet ihr quasi die Dupe-Pfade, was wir auch noch gleich im Anschluss machen werden. Und dann werde ich euch noch kurz sagen, so auf was man gehen kann bei den beiden Charakteren. Genau, also wie gesagt, hier könnt ihr dann auch Goku droppen können. Ist in dem Fall nicht gedroppt, nicht schlimm. Jedenfalls hole ich mir jetzt erstmal eine Mission ab. Ich habe mir beide auf SC10 gebracht, bekomme die Dupes davon, die Stones etc. Dann bringe ich sie quasi, öffne ich die Dupe-Pfade, dann bringen wir sie auf 100%. Und boom, wenn ich hier auf Mission klicke, dann kann ich alle akzeptieren. Einmal Accept All, dann habe ich auch meine Dupes in der Tasche. Gehe direkt ins Dupe-System rein. Und ja, dann bringen wir beide mal auf 100%, let's go. So, genau, Freunde, bei Vegeta bin ich hier quasi überwiegend auf Krieg gegangen, den Rest auf Additional Attack. Im Endeffekt, das sind ja so Free-to-Play-Charaktere mit eigenen Orbs, die haben ja quasi ihre eigene Dupe-System-Route. Was kam ich drauf? 10 Crit, 10 Additional Attack, das würde ich auch so bei ihm empfehlen. Ihr müsst ja nicht auf Dodge gehen und genau, weil diesen Charakter, der hat ja quasi, das passt bei ihm, wenn er auf Crit geht auf jeden Fall. Dem müsste man nicht weiterhin mehr Additional Attack geben oder einen Dodge-Aspekt, sag ich mal. Da geht ihr schön auf Crit. Das sind dann deine Stats, die da rauskommen, ja, die ganzen 18 natürlich vertreten wegen den 8-Bit. Sieht auf jeden Fall cool aus und jetzt schauen wir uns mal Goku an. So, Freunde, bei Goku ist das dann ein wenig anders. Ich bin hier auch bei Goku vorerst auf überwiegend Crit gegangen. Er kann auf Level 20 Crit kommen. Vegeta, bei Vegeta bin ich auf überwiegend Crit gegangen. Er kam auf 10 Crit, 10 Additional Attack. Wäre ich bei Vegeta überwiegend auf Additional Attack gegangen, wäre bei 20 Additional Attack. Frage ist jetzt, ob ihr bei Goku voll auf Crit gehen wollt. Kann man eigentlich machen, so ist nicht. Wenn ihr dem ein wenig Additional Attack geben wollt, wegen vielleicht der Super Attack, weil er seinen Angriff für 4 Runden erhöht und ihr das dann quasi stacken könnt, mehr oder weniger, dann kann man das schon so machen. Oder wenn ihr an sich den Charakter einfach mal ein bisschen Additional Attack geben wollt, könnt ihr das auf jeden Fall machen, Freunde. Das Maximum wäre bei Goku halt in dem Fall 20 Crit. Ich klicke mal nicht drauf auf Activate, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den... Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen Additional Attack geben, einfach so, dass er es hat, weil einfach nur Crits finde ich so ein bisschen schade. Obwohl eigentlich das wirklich nicht verkehrt wäre. Dann hätte er eine 40%ige Chance zu critten. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich mal. Aber ich glaube, ich gebe dir eine kleine Prise an Additional Attack, dass er zumindest 2 von 3 Fähigkeiten aus dem Dupe-System kommt. Wisst ihr, was ich meine? Inwiefern das quasi sein wird, das gucke ich mir dann gleich an. Freunde, so viel wäre es aber zu dem Video, zu dem 8-Bit Goku und Vegeta. Ich hoffe, das Ganze hat euch im Endeffekt gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Am Ende vielleicht noch ein, zwei Sachen kurz, die ich ankratzen dürfte. Nämlich, vielen Dank für den Support vom gestrigen Video. Das war richtig geil auf jeden Fall, kam gut an. Wobei ich auch glaube, dass sich ein paar aus dem Ausland verlaufen haben. Weiß nicht, könnte durchaus sein, so ist nicht. Aber euer Support war auf jeden Fall wirklich sehr gut am Start. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass das Video so gut ankam. Wäre auch ein bisschen ja wegen dem April-Scherz wahrscheinlich, dass da viele draufgeklickt haben oder auch einfach aus dem Ausland, sage ich mal. Das meinte ich damit. Jedenfalls ist nicht schlimm. Bedanke mich auf jeden Fall dafür, für den ganzen Support. Worauf ich hinaus wollte, ist noch, könnte aber sein, dass sie mich diese Woche ein wenig schwer erreicht.
auf den Social Media Kanälen. Ich werde versuchen, die YouTube-Kommentare auf jeden Fall abzuchecken. Könnte vielleicht mit einem Tag Verzögerung sein. Ich plane gerade nämlich was für diese Woche, sag ich mal. Und ansonsten, Banner-Preview von Cooler wird auch nicht rauskommen. Dazu werde ich heute nicht kommen. Das zu drehen, bin ich ehrlich zu euch. Ich hoffe, dass. Ja, ich hoffe, ja. Beziehungsweise ich entschuldige mich dafür, sage es einfach mal so. Aber wir werden dann quasi das morgen ansprechen, wenn wir quasi Sam werden oder die Tage eben. Ob man für Metal Cooler Sam sollte oder nicht und so weiter und so fort. Das werde ich auf jeden Fall noch ansprechen, aber dann in einem Sam-Video, sage ich mal. Und zumal ich noch darauf gespannt bin, ob das Banner von Cooler vielleicht geändert wird. Eigentlich nicht, aber könnte vielleicht sein, weil in JP wurde das Banner von Nate auch geändert, wobei ich es in JP verstehe. Aber deswegen bin ich da auch ein bisschen gespannt und warte noch ein paar Tage ab. Dementsprechend, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ja, wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.